Kerstin Ott, eine prominente Persönlichkeit der deutschen Musikbranche, ist bekannt für den überaus erfolgreichen Song »Die immer lacht«, der die Herzen von Millionen Menschen berührt hat. Doch hinter dem Glanz der Bühne mangelt es Kerstin Otts Leben nicht an Schmerz und tiefen Geheimnissen. Im Alter von 42 Jahren hatte Kerstin Gelegenheit, auf ihr Leben zurückzublicken und sich den Schwierigkeiten zu stellen, die sie durchgemacht hatte. Obwohl sie in der Gegenwart mit der ständigen Unterstützung ihrer liebevollen Frau Freude und Glück gefunden hat, hinterlassen die Herausforderungen der Vergangenheit immer noch tiefe Spuren in ihrem Leben. Kerstin Ott wurde am 17. Januar 1982 in West-Berlin geboren und wuchs in einem Umfeld auf, das nicht einfach war. Schon in jungen Jahren stand sie vor vielen Herausforderungen, darunter familiäre und persönliche Schwierigkeiten. Vor allem die Jahre ihres Heranwachsens hinterließen bei ihr viele unvergessliche Schmerzen. Obwohl sie schon in jungen Jahren über musikalisches Talent verfügte, betrachtete Kerstin das Komponieren und Aufführen nur als Hobby, als eine Möglichkeit, dem Druck und den Sorgen des Lebens zu entfliehen. Das Lied, »Die immer lacht«, das sie in wenigen Minuten am Küchentisch für eine kranke Freundin schrieb, wurde zu einem großen Meilenstein ihrer musikalischen Karriere. Dieses Lied scheint mit seiner Botschaft, wahre Gefühle auszudrücken, Kerstins eigene innerste Gefühle wiederzuspiegeln. Obwohl Kerstin Ott für ihr starkes und fröhliches Image bekannt ist, kann sie Traurigkeit und Schmerz in ihrem Privatleben nicht vermeiden. Eine der größten Herausforderungen für sie bestand darin, sich selbst zu akzeptieren und mit ihrer sexuellen Orientierung klarzukommen. Kerstin Ott ist eine der offen schwulen Künstlerinnen Deutschlands, doch der Prozess, sich selbst treu zu bleiben, war für sie nicht einfach. In einer Gesellschaft, in der die Offenlegung sexueller Orientierung immer noch auf viele Vorurteile stößt, ist Kerstin auf Kritik und Widerstand vieler Menschen gestoßen. Diese Jahre hinterließen ihr viel Schmerz und Geheimnisse, die sie geheim halten wollte. Der innere Kampf, sich selbst zu akzeptieren und sich selbst treu zu bleiben, war ein Kampf, den Kerstin lange Zeit überwinden musste. Es gab Zeiten, in denen sie sich verloren und einsam fühlte, aber die Musik wurde zu einem sicheren Hafen, der ihr half, Trost zu finden und ihre berührenden Geschichten mit der Welt zu teilen. Im Alter von 42 Jahren hat Kerstin Ott Höhen und Tiefen im Leben durchgemacht und lebt derzeit ein glückliches Leben mit ihrer Frau. Die Freude und das Glück, die Kerstin heute empfindet, kommt nicht nur von ihrer erfolgreichen Musikkarriere, sondern auch von der Unterstützung und bedingungslosen Liebe ihrer Frau. Es war die Frau, die Kerstin in den schwierigsten Zeiten immer zur Seite stand und ihr half, den Schmerz der Vergangenheit zu überwinden und ein Gleichgewicht in ihrem Leben zu finden. Das Zusammenleben mit der Person, die sie liebt, hat Kerstin wahres Glück beschert, von dem sie einst dachte, es sei sehr schwer zu erreichen. Sie musste sich nicht länger verstecken oder mit sich selbst kämpfen. Stattdessen kann Kerstin sich selbst treu bleiben und ihre Beziehung und ihr Familienleben mit Selbstvertrauen und Trost öffentlich machen. Dies ist eine großartige Motivationsquelle, die ihr hilft, weiterhin einen Beitrag zu ihrer Musik und ihrem Publikum zu leisten. In einem aktuellen Interview bestätigte Kerstin Ott, dass ihr aktuelles Leben in eine stabile und freudige Phase eintritt. Sie teilte mit, dass neben der Musik die Familie und die Liebe ihrer Frau die wichtigsten Dinge in ihrem Leben seien. Nach so vielen Jahren des Kampfes und der Bewältigung von Herausforderungen kann Kerstin endlich das Glück genießen, das sie verdient. Der Erfolg von »Die immer lacht« und den darauf folgenden musikalischen Werken machten Kerstin Ott zu einer der beliebtesten Sängerinnen und Musikerinnen Deutschlands. Aber für Kerstin ist das größte Glück nicht Ruhm oder Geld,
sondern sich selbst treu zu sein und Liebe von den wichtigen Menschen in ihrem Leben zu erhalten. Kerstin Otts Leben ist eine Reise voller Herausforderungen und Schmerzen, aber auch ein Beweis für die Kraft der Liebe und Ausdauer. Obwohl er schwierige Zeiten durchgemacht hat und in seinem Privatleben viel Leid erlitten hat, hat Kerstin nun wahres Glück mit seiner liebevollen Frau gefunden. Im Alter von 42 Jahren kann sie stolz auf das Erreichte sein und mit der Hoffnung auf eine glänzende Zukunft weiter voranschreiten. Die Geheimnisse und die Traurigkeit der Vergangenheit sind nur noch Erinnerungen, die ihr helfen, stärker zu werden und ein sinnvolles und erfülltes Leben zu führen. Kerstin Otts aktuelles Leben ist ein farbenfrohes Bild, in dem sich die Dunkelheit der Vergangenheit und das Licht des gegenwärtigen Glücks vermischen. Obwohl sie Schmerzen und Geheimnisse erlebte, die schwer zu sagen waren, hörte sie nie auf, sich zu erheben und fand wahre Freude für sich. Wenn man auf die Vergangenheit zurückblickt, ist Kerstin Ott nicht nur eine berühmte Sängerin, sondern auch ein Symbol für Widerstandskraft, ein Beweis für den Mut, sich selbst treu zu bleiben und alle Schwierigkeiten. And if you let that run your day, like, I'm like, really? You won't let that thing have you go eat ice cream and binge on Netflix for 3 days straight? Really? Or like, if you're on your diet, okay, you had a donut or you had a burger. Just get back on. Don't be like, oh, it's too late. I'll start next Monday. I'm like, dude, it's Monday. I'll start next Monday. No. But you just remember and recalibrate and get back to the schedule. Like, let's go. Like, this, okay, I had a poor thought. I made a poor decision. Right back on it. And sometimes for me, I need to breathe, man. I need some space. If I need space, I need to go for a quick drive or just go for a walk. I got trails out here. And yeah. Typically I can calm down like 5-10 minutes, get back, meditate. And again, you train yourself to be a master so you can quickly come back, quickly realign, quickly reorient, like get back in alignment. And it's, I love the way that you do it because this stuff is planned for you. Like the rest, the investments, the date nights, this stuff isn't reactionary. You're not reacting and then justifying. You're not like, okay, I'm going to eat ice cream because I've been fantastic for the last 2 weeks. You're like, no, I'm eating ice cream because I planned I was going to do this a month. Yeah, I plan my cheat meals. Like, yes. I know when I'm going to like have a reward meal. Like I get two a week. And as long as like, I mean, I get, this is protein, right? I got 64 ounces of protein in this thing I'm drinking today. I plan pretty much everything. And then you got to have a plan for when you get punched in the mouth. You just get back on. I know there's going to be part of my 64 ounces tablespoon. Are you on that rock diet still? Is that what you got going? No, man. I got two solid meals in me today. Like I got some weight to lose. Let's put it that way. So. Dude, that's awesome. So yeah, no. Back to that. Like, if you don't react and then justify why you're doing something. Like, if you like, well, I'm not going to get up today because I got up early every day for the last month. That's a reaction if you're doing it in the moment. But if you're like, no, I gave myself this window. I planned I was going to sleep for an extra 2 hours today. Planning those things, and in my world, it's way easier to experience discipline. It's like, no, we're grinding because I see 2 weeks from now the time that I'm giving myself, maybe to rest for a whole day, or maybe to sleep an extra 2 hours, or maybe I'm gonna take a warm shower today instead of a cold shower. Like, if you plan those things, you're, in my mind, it's just been better for me to like give myself something to look forward to, so that I'm like, nope, today I'm doing what I said I was going to. I'm going to have integrity with myself so that I can have it with everybody else. And I think that's really powerful. Okay, last question. Yeah. Sorry, I got a bunch of last questions for you.